Montagnachmittag, das ist bekanntermaßen die Zeit, in der Panther die Vorherrschaft im Krone.at Sportstudio übernimmt. Hallo Michi Konsel. Herzlich willkommen zur Spieltagsanalyse eben mit Michi Konsel. Und wir müssen wieder einmal mit dem SK Rapid anfangen, weil es läuft wieder einmal oder schon wieder nicht rund. Eine 0:1 Heimniederlage gegen den LASK hat es gestern gegeben für die Hütteldorfer. Und die, Michi, war alles andere als unverdient, oder? Ganz bitter, man hat sich extrem viel vorgenommen. Jeder hat gesagt, er nimmt sich jetzt bei der Nase und gibt wirklich alles und hat den Ernst der Lage erkannt. Aber ja, es hat eine Halbzeit funktioniert und nach dem 1:0 war wieder eine Auflösung da und ja, ganz verdient hat der LASK dann gewonnen, war zweite Halbzeit eindeutig die bessere Mannschaft. Wobei man sagen muss, es wäre sicher ein Unentschieden trotzdem auch noch ausgegangen, weil Rapid hundertprozentige Chancen durch Aller, durch Murk gehabt hat. Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also dass man dann, natürlich wenn man 1:0 hinten ist, sehr viel riskiert und die Räume offen sind, das spielt natürlich dann in die Karten von LASK in dem Fall. Und der LASK hat das auch nicht nutzen können, weil die haben sehr, sehr viele Chancen vergeben. Also so gesehen, ja, es war natürlich ein schlechter Auftritt, aber man muss immer ein bisschen auch die Hintergründe sehen, warum. Jetzt hast du ja ein immer wiederkehrendes Phänomen schon angesprochen, nämlich der Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit. Der war auch dieses Mal zugegen oder gegenwärtig sozusagen. Wie ist das erklärbar? Weil man hat vor dem Spiel wieder von einer guten Trainingswoche gesprochen, wieder von vollen Akkus. Außerdem dürfte man im konditionellen Bereich personelle Umstellungen vorgenommen haben, hat Toni Beretzky, den eigentlichen Athletiktrainer, ein bisschen zurückversetzt sozusagen. Und trotzdem schafft man es offenbar nicht, das Tempo zu halten. Was hast du da für eine Erklärung? Das ist ganz schwierig zu beurteilen von außen. Es ist nur, dass wir sehen, dass es so ist, dass die zweite Halbzeit immer wieder einen Hänger haben. Außer Villarreal, muss ich sagen, hat die Mannschaft wirklich diese 90 Minuten durchgehend Bauerfußball gespielt, beeindruckt. Und ja, dann der Rückfall wieder gegen den WRC und jetzt gegen den LASK wieder, dass man, ja, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man eben dieses Tor kassiert hat und dann irgendwie kopflos geworden ist. Also man hat dann wieder nicht mehr an sich geglaubt, hundertprozentig. Und ja, normalerweise müssten ja die sogenannten Akkus aufgeladen sind. Man hat knapp 2 Wochen Zeit gehabt, um da wirklich einiges zu tun, um die Mannschaft vorzubereiten. Und ja, ich glaube, dass das eher im psychischen Bereich liegt. Und jetzt beginnt ja in Kürze die mit Spannung erwartete Hauptversammlung beim SK Rapid. Das könnte eine ungemütliche Angelegenheit werden, oder? Für die Verantwortlichen. Ist ganz klar, dass das nicht angenehm ist, in der jetzigen Situation Rede und Antwort zu stehen. Aber ja, da muss man durch. Und ja, ich glaube, es sind viele sehr gespannt, was dabei herauskommt. Es wird sicher einiges auch präsentiert, was positiv ist. Zum Beispiel die Nachwuchsakademie, die ja in Kürze in Angriff genommen wird. Möglicherweise, ja. Das wissen wir noch nicht, also was da präsentiert wird. Aber ich nehme es an, dass da schon was Positives kommt. Und genauso das Wirtschaftliche ist ja auch alles sehr, sehr gut verlaufen. Aber natürlich Sportliche, was eigentlich das Wichtigste ist, oder auch sehr, sehr wichtig, ja, da hat man schon Erklärungsbedarf. Und 2 Personalien sind ja auch noch ganz interessant, oder die bedürfen ja auch noch einer Erklärung. Man weiß ja de facto noch nicht so genau, wie es mit den Herren Kramer und Bickel, also mit dem Präsidenten und mit dem Sportchef nach 2019 weitergeht. Was wagst du denn da für eine Prognose? Ich traue mir da gar nichts zu sagen, weil das ganz schwierig einzuschätzen ist. Ja, es könnte sein, dass der eine oder andere das Handtuch wirft. Normalerweise, ich würde natürlich den Kampf annehmen, aber das ist ja ganz individuell und ja, Freddy Bickel weiß man auch nicht, ob er noch diesen ganzen Druck, der auf ihn lastet, der wirkt schon, ne? Ein bisschen angeschlagen. Gibt es ja auch offen zu, er sagt, er ist noch so ein bisschen im Wiggelwoggel. Ja, wirklich ist die Frage, ob man ihn überhaupt noch will. Ja. Also es liegt nicht nur an den Freddy Bickel, glaube ich. Dazu, glaube ich, sind zu viele Dinge passiert, die auf seine Kappe gehen. Also da gehört auch das ganz, ganz genau analysiert und dann letztendlich entschieden. Ja. Aber
Da können wir eigentlich nur warten, was, genau, was passiert. Wir sind schon gespannt und bleiben für Sie natürlich am Ball und machen jetzt den Wechselpass zu Sturm Graz. Die Mannschaft hat ja jubeln dürfen am Wochenende, auch nach längerer Zeit wieder einmal. Und zwar aufgrund eines 2:0-Siegs bei Altach. Ein Einstand nach Maß für den neuen Trainer Roman Melich. War natürlich höchste Zeit auch für Sturm, eine ähnliche Situation für den Verein und die Mannschaft verunsichert. Neuer Trainer Roman Melich hat, glaube ich, die Devise einmal ausgegeben, egal wie, es gehören 3 Punkte her. Das hat man geschafft, das ist ein super Einstand natürlich, klarerweise. Jetzt kann man wieder ein bisschen ruhiger arbeiten, die Mannschaft hat ein bisschen wieder Selbstvertrauen jetzt. Also in der Situation Gold ist wert, aber war natürlich, hat man schon gesehen, also da war schon auch sehr viel Kampf und Krampf dabei. Da sieht man, dass schon der Druck schon sehr verunsichert. Also nicht nur Rapid, sondern auch Sturm. Die können viel mehr. Mhm. Ja. Also das ist einfach, ja, es ist schwierig, wenn man da eben so unter Druck steht. Mhm. 2 Punkte fehlen jetzt den Grazern noch, um den Sprung über den berüchtigten Strich zu schaffen, sodass sie es rausbringen. Also natürlich die Qualifikation für das Meisterplayoff. Das sollte für eine Mannschaft, für Sturm, von der Papierform her zumindest machbar sein, oder? Ja, das zählt nicht. Ja, Papierform so, sollte für Rapid und für Austria auch machbar sein. Austria, ja. Alle wackeln. Ja. Es ist der Austria auch noch nicht durch. Also da geht es noch, ja, das sind noch heiße Spiele, vor allem. Rapid hat ein Mörder-Restprogramm, mhm, ja, jetzt auswärts gegen Moskau, ist ein schwieriges Europa-Cup-League-Spiel, dann haben wir Innsbruck auswärts, dann Sturm zu Hause und dann das Derby. Dann also auswärts. Das ist ein Mörderprogramm und ja, es ist nicht mehr viel Zeit. Ja. Im Frühjahr sind dann noch 4 Runden. Ja, es müssen alle da jetzt irgendwie aus dieser sogenannten Krise heraus und wer das besser bewältigt, mhm, wer die besseren Nerven hat, wird es dann letztendlich schaffen. Und die Austria hat ja zumindest einen kleinen Schritt aus dieser Krise am Wochenende schon vollzogen mit einem 2:1 Arbeitssieg, glaube ich, muss man sagen, gegen die Admira, oder? Ähnlich wie Sturm, also teilweise ja, wirklich nicht viel zu sehen, aber man hat es geschafft, man hat den Muss-Sieg eingefahren, was natürlich immer ganz, ganz schwer ist. Jetzt hat man wieder ein bisschen Luft auch und Selbstvertrauen, aber es ist auch noch viel Arbeit. Also es ist so, dass da alle Mannschaften, die sich so um den Strich herum bewegen, die namhaften, die müssen alle noch zittern. Ja, das werden noch spannende Partien. Fakt ist, die Austria hat Hartberg jetzt einmal überholt. Und zwar auch deswegen, weil Hartberg eine ganz ordentliche Watschen kassiert hat. So muss man es wohl formulieren. Gegen den Meister. 4:0 hat Salzburg gewonnen und damit den eigentlich schon unheimlichen Lauf der Hartberger beendet. Der war aber auch, also der Sieg, der 4:0-Sieg war, glaube ich, auch in der Höhe verdient, oder? Ja, es war Chancen im Minutentakt. Ja. Ja, es war keine Chance in Wahrheit für Hartberg und ja, die Salzburger sind halt das Maß aller Dinge derzeit oder schon längere Zeit. Hartberger, ich glaube, man kann auch einmal an ihrer Stelle auch gegen Salzburg verlieren, auch in dieser Höhe. Jetzt muss man halt sich schnell wieder fangen, wenn man diesen Lauf auch nutzen will, dass man dann auch letztendlich oben bleibt, was sicher ein Ziel ist, ist aber kein Muss bei Hartberg. Also die haben sowieso bisher überrascht. Und ja, aber ich glaube, dass sie haben gezeigt, dass sie sehr, sehr guten Fußball spielen können. Es war nur immer die Frage der Zeit, wann kommt der Knacks, wann kommt ein bisschen Einbruch. Und vielleicht kommt er gerade jetzt noch. Es sind halt noch 3 Spiele, die man ernst nehmen muss. Und, aber glaubst du, dass Hartberg es schafft, sich schnell zu regenerieren? Oder war das jetzt der viel berüchtigte, viel zitierte Dämpfer? Es war schon ein Dämpfer, aber vielleicht war es auch ganz gut. Ja, dass man alle ein bisschen mal wieder herunterholt, mhm, und dann neu angreift. Ja. Also die Auswirkungen wird man erst im nächsten Spiel wieder sehen. Also bis jetzt, wie gesagt, haben sie ja sowieso nur überrascht und es kann auch mal passieren. Mhm. Ranko Popovic hat als Cheftrainer von St. Pölten seinen ersten Sieg eingefahren. Und zwar mit einem 2:0 gegen Innsbruck. Auch für den Burschen ist es schon langsam Zeit geworden, um einmal richtig anzuschreiben, ja, voll anzuschreiben. Also, natürlich ist der Trainerwechsel und diesen Start, den St. Pölten hingelegt hat, war sensationell, einzigartig. Und dann zu verlangen, dass es so weitergeht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und Popovic ist gekommen, muss natürlich auch erst die Spieler kennenlernen. Er hat seine Vorstellungen von seiner Spielart und das,
das dann so sofort aufgenommen wird. Das dauert seine Zeit. Aber er macht so den Eindruck, dass er einfach die, ja, er ist die Ruhe in Person und ist überzeugt von seiner Arbeit. Jetzt ist er belohnt worden einmal. Wie es weitergeht, werden wir schauen. St. Pölten hat eine riesige oder sehr, sehr gute Chance oben 7 zu spielen. 7 Punkte Vorsprung nämlich auf den ominösen Strich. Also normalerweise, wenn man das sehr konzentriert weiterspielt, sollte da nicht viel passieren. Sehr konzentriert hat im bisherigen Meisterschaftsverlauf auch der WAC gespielt, teilweise auch gegen Mattersburg, allerdings nur teilweise. Eine 2-0-Führung haben die Kärntner aus der Hand gegeben. 2-2 ist es ausgegangen, eher untypisch für einen bis dahin recht überzeugenden WAC, nicht? Ja, also der Verlauf des Spiels war der WAC wieder mit dem Powerfußball viele Chancen verdient eigentlich die Führung und dann schafft man irgendwie den Anschlusstreffer, das war abgefälschter Schuss, das der normal irgendwo hingeht, also sehr glücklich. Und dann hat die Mattersburger so richtig wieder Lunte gerochen und mit ihrer Kampfkraft, Leidenschaft, mit dem Biss und dem unbedingten Willen haben sie dann auch den Punkt geholt. Also das zeichnet immer wieder die Mattersburger aus. Mattersburg muss sich halt überlegen, warum es nicht gleich von Anfang an Vollgas geben. Und Michi Konsl zeichnet wie immer seine verbale Gewandtheit. Heute übrigens ganz besonders auch seine stylische Tracht, unter Anführungszeichen, hätte ich schon gesagt. Aber heute bist du auch modisch absolut top. Danke, ja. In jeder Hinsicht den Hut vor dir. So, wir freuen uns jetzt auf die Hauptversammlung von Rapid, dann auf eine hoffentlich spannende und erfolgreiche Europacup-Woche aus österreichischer Sicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Alter Frische. Ich freue mich auf dich. Ja, ich hoffe, wir sind beide im Anzug. Da muss man auch rausputzen. Der legt mir die Latten hoch. Also, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Ciao.